Guten Tag, heute soll es um das Schlafapnoe-Screening gehen. Das heißt, der Patient hat Apnoe-Phasen im Schlaf. Apnoe heißt, er atmet nicht und dadurch fällt der Sauerstoffgehalt im Blut. Die häufigste Form ist die sogenannte obstruktive Schlafapnoe-Situation, Syndrom. Das heißt, der Patient atmet, das heißt, der Bauch bewegt sich. Der Brustkorb bewegt sich, aber in diesem Moment fällt die Muskulatur hier im Kieferbereich, im Rachenbereich ein, kollabiert und somit ist der Weg der Luft in die Lunge des Patienten verlegt und der Patient bekommt keine Luft. Der Brustkorb hebt sich, das Zwerchfell senkt sich, aber durch das Zusammenfall, das Kollabieren der Muskulatur, der Zungengrund, kommt es dazu, dass da ein Verschluss erfolgt. Die zweite Form wäre das zentrale Schlafapnoe-Syndrom. Zentral, wo ist die Zentrale? Genau im Kopf, im Atemzentrum. Wenn das Atemzentrum geschädigt ist, wie zum Beispiel durch einen Schlaganfall, ein Tumor kann sowas auslösen oder sogar Borrelien durch einen Zeckenbiss, dann kommt es zum kompletten Ausfall der Atmung. Das heißt, auch der Brustkorb bewegt sich nicht, das Zwerchfell bewegt sich nicht, der Patient atmet nicht, er bleibt still. Das wäre die zweite Form, die relativ selten ist. So, wo liegen die Ursachen für ein Schlafapnoe-Syndrom? An erster Stelle steht natürlich das Übergewicht. Jeder kennt es, Patienten mit einem großen Bauch schnarchen oft und dieses Schnarchen ist ja schon die Vorstufe dieses Kollabieren der Muskulatur im Rachenbereich, im Kieferbereich. Der zweite Faktor ist Alkohol. Jeder kennt es, man ist auf einer Feier, man trinkt ein wenig Alkohol und die Nacht wird durchgeschnarcht. Auch nicht zu vernachlässigen sind Medikamente, zum Beispiel auch Medikamente, die den Schlaf fördern. Auch die können schnarchen, sprich auch eine obstruktive Schlafapnoe-Situation hervorrufen. Und Patienten mit einer bestimmten Architektur des Kiefers, wenn der Kiefer relativ klein ist und diese ganze Muskulatur muss da irgendwie rein, auch diese Patienten leiden dann häufiger unter so einem Syndrom. Nun stellt sich ja die Frage, wie bekommt man es heraus, ob man oder ob der Patient an einem Schlafapnoe-Syndrom leidet. Man könnte die Ehefrau fragen oder den Ehemann, ja, die können schon sachdienliche Hinweise geben, ob der Mann oder die Frau wirklich durchschläft, ob sie ruhig schläft oder häufig aufwacht, ob Schnarchgeräusche zu hören sind. Manche beobachten ihren Partner auch und sehen auch, dass der Patient oder der Partner dann keine Luft bekommt. Ja, auch das sind gute Hinweise, die darauf hinweisen können. Hier im Krankenhaus haben wir ein sogenanntes Schlafapnoe-Screening-Gerät. Das ist ein kleines Gerät, das zeige ich gleich noch, das verschiedene Messungen vornimmt im Schlaf. Das wird also an den Patienten befestigt und bleibt über die Nacht am Patienten und misst Daten. Nochmal zu den Symptomen. Also der Patient schläft also nicht effektiv in der Nacht. Er wacht immer wieder auf, hat immer Phasen von Sauerstoffentsättigungen. Das führt natürlich im Folgetag zu einer Müdigkeit, zu Kopfschmerzen, zu Konzentrationsschwäche, Schwindel und auch der gefährliche Sekundenschlaf kann seine Ursache in einem Schlafapnoe-Syndrom haben. Wie bekommt man es raus? Wie funktioniert die Diagnostik in diesem Fall? Dazu habe ich heute mal meinen Assistenten, den Laurin. Laurin, komm mal rüber. Wir haben so ein kleines Gerät hier bei uns im Haus und dieses Gerät misst verschiedene Dinge am Patienten. Einmal, ob der Patient atmet, ob Luft durch die Nase ein- und ausgeatmet wird, dann die Sauerstoffsättigung über so einen kleinen Fingertipp, das also immer, da wird immer gemessen, wie viel Sauerstoff ist im Blut gesättigt, aufgelöst. Dann haben wir hier einen Bauchgurt, der anzeigt, wird geatmet, also bewegt sich der Bauch, bewegt sich der Thorax. Und dann haben wir hier unter, das zeigen wir nochmal gesondert, noch ein EKG. Der Patient geht dann mit dieser ganzen Apparatur ins Bett, schläft ein, er bewegt sich beim Schlafen, das ist alles ganz normal. Und die Werte werden dann in diesem Gerät auf einem Datenspeicher gespeichert und am nächsten Tag wird das alles wieder abgebaut und die Daten in einen Computer eingespielt. So sieht das nachher auf diesem Bildschirm aus, wenn die ganzen Daten aus diesem Gerät in den Computer eingespielt sind. Hier ist die ganze Nacht im Verlauf, hier oben.
Und in diesen Verlauf kann man nochmal hineinzoomen. Das ist die Grafik hier unten. Da sind die ganzen Messwerte nochmal aufgeführt, wie zum Beispiel hier oben das EKG. Hier dieser Drucksensor der Nase, ob man wirklich ein- und ausatmet. Dann die Bewegung des Brustkorbes und des Bauches, beides über den Bauch bzw. Thoraxgurt gemessen. Dann hier unten über diesen Fingertipp die Sättigung des Sauerstoffes im Blut. Und darum geht es ja eigentlich bei dieser Messung, ist der Patient mit Sauerstoff gesättigt. Und da sieht man hier schön, der normale Wert liegt zwischen 90 und 100. Und hier sieht man, er kommt hier mit 93 an und plötzlich fängt dieser Wert an zu fallen. Warum? Wir sehen hier Atembewegung, Thorax, sprich Brustkorb und Bauch. Aber hier, man sieht auch, dass diese Kurve hier oben, dieser Drucksensor, immer weniger Flow, sprich Fluss wahrnimmt. Das heißt, es kommt nicht mehr dazu, dass Luft in die Lunge gelangt und somit sinkt auch hier etwas verzögert natürlich die Sättigung des Sauerstoffes im Blut des Patienten. Das geht so lange, bis das Kohlendioxid im Blut eine gewisse Konzentration erreicht hat. Der Patient wacht kurz auf, es gibt diesen Atemimpuls, der Patient holt kurz Luft, die meisten drehen sich dann auch und dann normalisiert sich die Sättigung im Blut wieder und der Patient schläft wieder ein bis zum nächsten Zwischenfall. Und dann wiederholt sich das und wiederholt sich das und wiederholt sich das und am Morgen wacht der Patient auf, ist immer noch müde, ist teilweise auch Kopfschmerz geplagt, ja, teilweise sind die Patienten auch depressiv verstimmt, wenn diese Phase, dieses Apnoe-Syndrom schon über längere Zeit geht. All das verursacht durch diesen Abfall der Sättigung im Blut des Patienten. Gesetzt der Fall, der Patient hat ein Schlafapnoe-Syndrom, stellt sich die Frage, was kann man tun? Wenn wir an Übergewicht denken, ist natürlich die Gewichtsreduktion eine Maßnahme, der Verzicht auf übermäßigen Alkoholkonsum die andere. Das Weglassen von Medikamenten, die sowas auch fördern können, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn all dieses ausgeschöpft ist und nicht adäquat funktioniert, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Patienten eine Maske bekommen über die Nacht. Das heißt, diese Maske wird auf das Gesicht aufgesetzt, sie wird angepasst, das Gerät wird auf die Patienten eingestellt und innerhalb dieser Maske herrscht ein erhöhter Druck und auf diesem erhöhten Druck atmet der Patient. Das heißt, durch das Einatmen kommt es dann nicht mehr zum Zusammenfallen, zum Kollabieren dieser Atemmuskulatur, dieser Zungengrund und dieser Rachenmuskulatur und somit bleibt dieser Weg offen. Und der Patient schläft länger durch, ohne diese Phasen der Sauerstoffentsättigung, dieses plötzliche Aufwachen, dieses Wiedereinschlafen, all das wird durch dieses Gerät verhindert. Es ist eine Phase der Gewöhnung nötig, ist ja klar, ist ein Fremdkörper auf dem Gesicht, mit dem muss man erst schlafen lernen, aber viele Patienten, die so eine Maske dann haben, zu Hause haben, sagen, dass sie also wirklich erholter sind, leistungsfähiger sind und ein besseres Leben führen können. Sollte bei der Auswertung herauskommen, dass der Patient wirklich Atempausen hat, das heißt Sauerstoffsättigung fällt über mehrere Male in der Nacht, auch wirklich effektiv, dass die Sättigung unter einem bestimmten Wert sinkt, dann wird er von uns aus weiter überwiesen in ein richtiges Schlaflabor, wo dann der Patient nochmal genauer untersucht wird und dann noch ein Therapievorschlag erfolgt. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen dieses Thema etwas näher bringen und konnte einige Fragen beantworten und ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen.